Hallo und herzlich willkommen bei der Musikakademie Neuhof. In diesem Video möchte ich dir einmal zeigen, wie gut ein Keyboard der unteren Preisklasse klingen kann, wenn man die richtigen Einstellungen vornimmt. Also dranbleiben, los geht's! So, ich habe hier ein Casio Keyboard CTK 810, hat mal gekostet so um die 100 Euro. Und ich muss immer wieder feststellen, dass viele das Keyboard einfach nur einschalten und dann gleich loslegen. Dann hört sich das etwa so an. Ja, und das ist natürlich nicht so toll. Gerade hier in der linken Hand klingt das ja so tief, weil das alles im Klaviersound auch hier direkt eingestellt ist. Und dafür muss man schon ein paar Einstellungen vornehmen. Das gehen wir jetzt mal Schritt für Schritt durch. Wie stellt man zunächst eine Klangfarbe ein? Bei Casio muss man zunächst die Taste Ton drücken für Klangfarbe. Mit den Zifferntasten gebe ich dann die gewünschte Klangfarbe ein. Man kann auch eine zweite Klangfarbe dazu mischen, also dass zwei Klangfarben gleichzeitig erklingen. Dann muss ich bei Casio erst die Taste Layer drücken und dann auch mit den Zifferntasten die gewünschte Klangfarbe eingeben. Wie die Lautstärke eingestellt wird, dieses Lautstärkeverhältnis, da musst du mal in der Bedienungsanleitung deines Keyboards nachschauen. Dann kann man auch für die linke Hand noch eine eigene Klangfarbe eingeben. Dazu muss man die Taste Split drücken und dann ebenso mit den Zifferntasten die gewünschte Klangfarbe eingeben. Da muss man aber aufpassen, da klingt das auch immer so sehr tief. Dann muss ich die Klangfarbe für die linke Hand um eine Oktave nach oben transponieren. Wie das funktioniert, auch mal in deiner Bedienungsanleitung nachschauen. Um Rhythmus einzustellen, muss man die Taste Rhythm drücken. Auch mit den Zifferntasten den gewünschten Rhythmus eingeben. Dann mit den Tempotasten, mit den Pfeiltasten auf und ab das gewünschte Tempo eingeben. Für die Klangfarbe haben wir hier noch einen Effektblock, also Reverb, Chorus. Die kann man drücken und dann kann man hier mit den Plus-Minus-Tasten das auch verändern. Verschiedene Hall-Effekte, Chorus und so weiter. Ich zeige dir zunächst mal ein Klangbeispiel für Klavier. Dazu muss hier der Schieberegler auf der Position normal stehen, damit die Tastatur eine Klangfarbe ist und nicht gesplittet ist, also geteilt ist. Für das Klavierspiel solltest du auch ein solches Sustain-Pedal an dein Keyboard anschließen. Wie man mit so einem Pedal spielt, lernst du übrigens auch in meinem Klavierkurs Volume 1. So, dann Klangbeispiel 2. Da habe ich jetzt hier Streicher eingestellt und als Rhythmus eine Samba. So, um mit Rhythmus jetzt zu spielen, damit man auch die Begleitinstrumente hört, außer dem Schlagzeug, muss dieser Schieberegler auf die Position Fingered gestellt werden. Wenn man die Akkorde allerdings mit einem Finger gelernt hat, also die sogenannte Single-Finger-Grifftechnik, dann muss man das bei Casio auf die Position Casio-Chord stellen.
Ich empfehle diese Spielweise aber nicht, da das eben nicht bei den Keyboard-Marken identisch ist. Also bei Yamaha und Casio werden die Akkorde unterschiedlich gegriffen. Deswegen empfehle ich immer, die Akkorde richtig zu lernen, also mit drei Fingern einen Akkord zu spielen, da ein Akkord ja aus drei verschiedenen Tönen besteht. Also dann den Schieberegler auf die Position Fingerrhythm stellen. Wenn ich jetzt nun den Rhythmus starten möchte mit dem Spiel, dann muss ich die Taste Synchro betätigen. So, als nächstes Beispiel habe ich hier eine Orgel eingestellt. Rhythmus eine Pop-Polka. Wieder Synchro-Start drücken. Hier habe ich auch noch so Rhythmus-Variationstasten. Einmal, bei mir ist es hier einmal normal, dann ist der Rhythmus etwas ruhiger und dann gibt es eine Variation. Da wird der Rhythmus etwas belebter, etwas voller. Da kann ich auch so immer mal so hin und her wechseln, bringt immer Abwechslung ins Spiel. Nächstes Beispiel habe ich hier eine Mundharmonika und als Rhythmus einen 8-Beat. Ich kann auch hier die Taste Intro nutzen, nachdem ich Synchro gedrückt habe. Dann spielt das Keyboard einen Intro-Teil, ein kleines Vorspiel. Und am Schluss kann ich die Taste Ending drücken. Dann spielt das Keyboard nochmal einen Schlussteil hinterher. Damit ich übrigens nicht für jedes Lied mir immer die Einstellung neu einstellen muss, kann man sich das auch bei den meisten Keyboards abspeichern. Dafür gibt es die sogenannten Registration Memory. Ich habe hier bei diesem Keyboard vier Plätze. Wie speichere ich das ab? Wenn ich alles eingestellt habe, halte ich die Taste Store gedrückt und drücke dann mit dem anderen Finger einen Platz, auf den ich das ablegen möchte. Immer einen Moment gedrückt lassen, dass das Keyboard das auch abspeichert. Wenn die vier Plätze voll sind, habe ich meistens noch mehrere Bänke. Dann muss ich hier auf die Banktaste drücken und mit den Plus-Minus-Tasten dann eine Bank weiterschalten und dann habe ich wieder vier Plätze zum Speichern zur Verfügung. Zum Abschluss nun das Stück mit der Mundharmonika. Synchrostart, Intro.
So, bei allen Einstellungen muss man natürlich auch ein bisschen spielen können. Das lernst du in meinen Keyboard-Kursen. Schau doch mal in der Beschreibung unter diesem Video. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, dein Peter Neuhof.